Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Sven und das ist das erste Video für eine neue Playliste und die Playliste, die nennt sich Olympus. In meinem Fall ist das eine Olympus EM1 Mark II, die habe ich mir gebraucht gekauft. Einige Leute haben schon zwei Videos gesehen, wo ich überlegt habe und warum ich sie gekauft habe. Da haben schon einige Leute ganz, ganz viele Kommentare losgelassen. Auch auf Facebook wird immer wieder viel gefragt und ich habe mir jetzt gedacht, es wird Zeit für dieses erste Video in dieser Playliste. Da muss ich einfach mal 10 Punkte loswerden, habe ich mir alles hier auf meinem iPhone heute Morgen aufgeschrieben. Und das mache ich, damit ich den ein oder anderen von euch vielleicht immer wieder auf dieses erste Video zurückschicken kann. Also es könnte sein, dass du hierher gekommen bist, weil ich irgendwann später gesagt habe, bitte sieh dir das erste Video an, damit du verstehst, warum ich mir diese Olympus gekauft habe. Viele Leute werden das vielleicht immer noch nicht verstehen, damit muss ich leben. Aber ich versuche es einfach. Wenn du jetzt jemand bist, der sagt, ich möchte mir eine Olympus kaufen und ich hoffe, dass ich hier was erfahre, das kann gut sein, dass du hier etwas erfährst, was für dich wichtig ist. Aber ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, du musst die kaufen. Ja, das wirst du hier nicht erleben. Ich werde euch erzählen, warum ich sie gekauft habe, warum ich vielleicht auch immer noch meine Sony da und meine APS-C Sony dort verwende. Das wird alles irgendwie kommen. Auf jeden Fall diese 10 Punkte, nicht wirklich langes Video, die werden euch helfen zu verstehen und vielleicht auch dann für euch wichtig sein, damit ihr eben richtig versteht, warum und wieso. Also bitte ansehen, würde mich freuen. So, ich habe mir alle meine Punkte aufgeschrieben. Es kann also sein, dass da ab und zu mal hinsehen muss. Punkt Nummer 1, ich mache keinen Systemwechsel. Punkt. Mehr muss man da eigentlich nicht sagen. Ich mache keinen Systemwechsel. Meine Hauptkamera ist die Sony, die Vollformat, die große, die R Mark II, die ich habe. Und so viel zu diesem Punkt schon. Mehr braucht man nicht sagen. Nur, dass ihr es versteht. Punkt Nummer 2. Ich benutze die Olympus da, wo ich glaube, dass sie mir Vorteile bringt. Das liegt zum einen an den Dingen, die der Body kann und zum anderen am MFT-Sensor, weil der eben einen Crop-Faktor von 2 hat. Ich habe also einen ganz klaren Vorteil bei Teleobjektiven. Ja, letztes Wochenende habe ich schon die ersten Tieraufnahmen gemacht. Da sehe ich für mich den Vorteil drin. Ich muss da noch einiges lernen, aber das sind die Hauptgründe gewesen, diese Kamera zu kaufen und ich glaube, ich habe den richtigen Schritt gemacht, das nur mal an dieser Stelle erzählt. Videos folgen dazu. Nummer 3, ich habe jetzt 3 Sensorgrößen. Ich habe Vollformat, ich habe APS-C, das ist beides Sony und ich habe MFT, das ist Olympus. Ich werde die Vorteile von jedem Sensor, von jeder Kamera nutzen, so wie ich es persönlich glaube, wie es richtig ist, wenn ich einen wirklich großen Urlaub plane, wenn ich auch plane, große Bilder zu machen, dann benutze ich meine große Sony. Da geht einfach nichts drüber. Da habe ich die richtigen Objektive, da weiß ich, wie ich arbeite, da bin ich ja auch gewohnt mitzuarbeiten. Die Olympus, wie gesagt, zurzeit erstmal Tieraufnahmen, alles Weitere wird sich vielleicht noch irgendwann ergeben. Nummer 4. Habe ich gerade schon gesagt, die Hauptkamera bleibt die Sony. Nummer 5, ganz wichtiger Punkt. Ich fange ja erst an, die Olympus kennenzulernen. Ich habe Gott sei Dank ein bisschen Hilfe von jemandem, der die Kamera schon länger hat, der sie also gut kennt. Da muss ich natürlich immer erst schreiben. Wenn ihr aber in den Videos etwas seht und sagt, um Gottes Willen, das geht doch ganz anders, dann liegt das immer noch an meiner Unwissenheit. Ich arbeite mich peu à peu natürlich auch durch das sehr trockene Handbuch vor, aber das macht man nicht permanent und ständig. Von daher könnte es sein, dass ihr in den Videos etwas seht. Also bitte entschuldigt das.
Ihr habt auch eure Zeit gebraucht, euch mit der Kamera anzufreunden. Vielleicht wisst ihr selber noch nicht mal alle Funktionen, weil ihr sie gar nicht braucht oder benutzen wollt. Ich muss mich eben ja auch erstmal reinfuchsen, wie man das so sagt. Und ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Verständnis für. Nummer 6. Ich möchte keine Objektive für die Olympus kaufen. Und ich habe trotzdem eins gekauft. Ich habe aber nicht vor, mehr zu kaufen. Also bitte verschont mich mit den Kommentaren. Kauft dir das Makroobjektiv oder kauft dir jenes Objektiv. Das ist doch viel, viel besser und toll und prima. Ich habe so viele Objektive, die ich an die Olympus dran machen kann. Die muss ich erstmal alle ausprobieren. Wie gesagt, es geht um den Telebereich, es geht um Tierfotografie und ja, also das Kit-Objektiv, was ich habe, das 1450, das ist, glaube ich, Mark 1-Version. Ich weiß, das ist nicht berühmt und jeder wird sagen, kauf dir was Besseres oder kauf dir eine Pro-Linse. Ich habe nicht vor, das Olympus-System aufzublähen und bitte, also akzeptiert das einfach. Es ist, wenn das bei euch der Fall ist, ist alles gut. Ich brauche das nicht. Nummer 7 habe ich ja gerade gesagt, ich benutze meine alten Objektive. Ich habe mir 4 Adapter gekauft, die für mich wichtig sind. Minolta, Contax, Nikon. Habe ich noch was vergessen? Minolta, Contax, Nikon, Leica R. Da habe ich noch ein Tele und die werde ich mal versuchen, alle an der Olympus einzusetzen. Da wird es dann auch Videos geben dazu und lasst euch einfach überraschen. Nummer 8. Ich werde in meinen Videos vielleicht Dinge sagen, die euch nicht gefallen als Olympus-Besitzer, weil ich eben ja die Vor- und Nachteile sehe und weil ich eben verschiedene Kameras habe. Ich habe, wie gesagt, noch die große Sony als Vollformat. Damit ist ein ganz anderes Arbeiten möglich, eine andere Art zu arbeiten möglich, auch wieder mit den alten Objektiven zusammen. Von daher, ich werde das sagen, was ich für richtig halte. Dem einen oder anderen mag das nicht so gefallen oder sagen, Sven, da liegst du nicht richtig. Wenn mein Bauch sagt, da könnte Olympus besser sein oder anders sein, damit es mir Spaß macht, dann ist das genauso wie bei der Sony, wenn ich sage, da ist auch nicht alles das Gelbe vom Ei. Es gibt keine perfekte Kamera, leider muss man sagen. Ja, und dementsprechend bitte verschont mich dann mit Kommentaren wie, das kann man so nicht sagen. Und naja, Punkt 10 sagt das auch gleich nochmal deutlich. Nummer 9, sag niemals nie. Es ist vollkommen klar, dass das, was ich in diesem Video gesagt habe, vielleicht in einem Jahr nicht mehr richtig ist. Und vielleicht, ja, ist irgendwas innerhalb dieses Jahres passiert. Und dann wisst ihr, das kann sich alles ändern für einen Menschen innerhalb, ja, weniger Stunden, wenn es dumm läuft. Ich möchte die Olympus nicht schlecht machen, ich möchte sie auch nicht in den Himmel heben, aber ich werde sie dann benutzen, wenn ich es für richtig halte. Ich für richtig halte und wenn ich eben eine Reise mache und sage mir, ach, du nimmst nur die Olympus mit, dann ist das so, dann ist das auch gut so, dann bin ich damit, ja, ich sag mal, zufrieden mit dem, was ich dann nach Hause bringe. Das bedeutet aber wiederum nicht, dass ich nicht doch lieber vielleicht mit der Vollformat unterwegs gewesen wäre. Ihr müsst das einfach mal so hinnehmen. Und der letzte Punkt, und das ist auch wichtig, und da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass ich das einigermaßen gut beherrsche. Prinzipiell kann man mit jeder Kamera seine Fotos machen. Mit der einen mehr, mit der anderen weniger, je nach Gebiet, je nach Ort, je nach Möglichkeiten. Und da bin ich mir, glaube ich, wirklich sicher, wenn ich die Kamera einigermaßen beherrsche oder vielleicht sogar mal einen Urlaub nur mit dieser Kamera mache oder einen Trip, dann werde ich meine Aufnahmen nach Hause bringen, genauso wie ich es mit der Sony gemacht hätte oder mit einer x-beliebigen anderen Kamera, die ich gut genug kenne, um das zu machen, was mir eben vor die Linse kommt, was mir vorschwebt, wenn ich Ideen habe. Das wird sich bei der Olympus nicht ändern und bei der Sony auch nicht. Aber für die Leute, die jetzt sagen, ist ja überall dasselbe,
Das stimmt wiederum auch nicht. Es gibt wirklich Unterschiede. Und wenn ich zum Beispiel Sterne fotografieren würde, dann wäre mir eben meine Vollformatkamera deutlich lieber als die APS-C. Auch wenn es da gewisse Möglichkeiten gibt, aber die, ja, da wird sie nicht gewinnen, glaube ich. Aber das spielt ja jetzt keine Rolle mehr. Ich möchte das Video ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich hoffe, ihr versteht mich und ich hoffe, die nächsten Videos sind für euch interessant genug. Seht das einfach so, dass ich jemand bin, der eine Kamera benutzt, wenn ich sie benutzen möchte oder glaube, dass sie die richtige Wahl ist. Und dann sind wir schon alle auf der richtigen Schiene, um Spaß zu haben beim Fotografieren. Und jetzt geht raus und macht Bilder. Danke euch fürs Zusehen und tschüss.